Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurzvorstellung einer Manga-Dilogie. Und zwar geht es um diese Dilogie von Inujun und Saho Tenamachi namens Someday I'll Fall Asleep. Ist in diesen beiden Bänden bei Hayabusa erschienen und auch abgeschlossen. Und der zweite Band ist, wie ihr seht, ein großes Stückchen dicker als der erste Band. Ich würde sie euch empfehlen und jetzt erfahrt ihr, worum es in dieser Dilogie geht. Viel Spaß! In Someday I'll Fall Asleep geht es um Hotaru. Das ist das Mädchen hier vorne auf dem Cover und wir lernen sie auf einem Schulausflug kennen und springen in eine Szene rein, in der sie unbeschwert mit ihrer besten Freundin und Klassenkameradin ein Eis schnabuliert. Kurz darauf kommt auch ein Schulkamerad, Ren heißt er, zu ihnen und wir merken sehr, sehr schnell, dass Hotaru in diesen Ren sehr, sehr unsterblich verknallt zu sein scheint. Das ist also das Dreiergespann, was wir hier zu Anfang des Mangas kennenlernen. Dann kommt ein Cut und das ist auch nicht gespoilert, denn es steht hinten auf dem Klappentext drauf. Es geht in diesem Manga nämlich darum, dass Hotaru gestorben ist. Der Cut ist dann eine kurze Zeit später. Auf dem Rückweg von diesem Schulausflug hat nämlich der Transportbus einen Unfall gehabt. Hotaru erwacht und erinnert sich eigentlich gar nicht wirklich an etwas und als sie erwacht, wird sie von einem jungen Mann in Schwarz begrüßt und zwar diesem hier. Ich klappe das jetzt mal so ein bisschen auf, dann könnt ihr das Bild ein bisschen sehen. Der begrüßt sie und sagt, hallo Hotaru, schön dich zu sehen, du bist übrigens jetzt tot. Sie kann das erstmal noch gar nicht so wirklich glauben, kann sich auch nicht wirklich erinnern, was passiert ist. Und das ist dann dieses Setting, in das wir reingeworfen werden. Wir lernen diesen jungen Mann gemeinsam mit Hotaru kennen. Sie fängt dann an, ihn Kudo zu nennen. Kudo ist das japanische Wort für schwarz. Er ist ja auch in ganz schwarz gekleidet und er eröffnet ihr, dass sie noch eine Aufgabe zu erfüllen hat und so lange müsse er bei ihr bleiben und auf sie aufpassen, denn ihre Seele kann erst Ruhe finden, wenn sie die verbleibenden drei Seelenlasten, die sie noch hat, auf der Erde erfüllt hat. Wenn Hotaru ihre drei Seelenlasten in den nächsten 49 Tagen aufarbeiten kann, dann kann ihre Seele Ruhe finden und Kudo wird ihr helfen, ihre Seele ins Jenseits zu befördern. Wenn sie das aber nicht schafft, dann erfährt sie ein böses Schicksal und dann ist Kudo leider, leider dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass sie nicht zu einem bösen Geist mutiert. Das ist so ein bisschen die Geschichte, in die wir hier reinspringen. Das ist das Setting, was wir kennenlernen. Das ist also das Setting, in dem wir hier sind. Das ist die Geschichte, um die es geht. Es geht dann natürlich darum, ob Hotaru ihre drei Seelenlasten loswerden kann, was diese drei Seelenlasten sind im Einzelnen und wie sie damit umgeht und natürlich auch, wie Kudo sie dabei begleitet, ob sie dann ins Jenseits gelangen kann oder nicht. Das ist die Geschichte, die wir hier begleiten. Es ist so eine Art Drama, würde ich sagen. Es ist ein Charakterdrama. Es ist eine Geschichte über Verlust. Es ist eine Geschichte über die Hoffnung nicht aufzugeben und weiterzugehen, auch wenn es einem schwerfällt. Und mir hat diese Geschichte wirklich großen, großen Spaß gemacht. Am Anfang war ich tatsächlich gecatcht von dem Cover, weil ich finde, dass es ein unglaublich schöner Schreibstil ist. Auch das zweite Cover ist super, super schön, wie ihr seht. Und ich möchte euch einfach mal kurz den Zeichenstil im Genaueren zeigen. Es ist ein sehr cleaner Zeichenstil, das gefällt mir ja immer sehr, sehr gut. Wir haben hier wirklich eine super schöne Grafik drin. Es ist echt toll. Wir lernen den Kuro ein bisschen besser kennen. Der spielt irgendwie eine Haupt-, aber auch eine Nebenrolle. Von daher fand ich ihn auch einen sehr, sehr interessanten Charakter. Hier hinten auf dem Cover sehen wir ihn nochmal. Das Duo, was wir sozusagen in dieser Dilogie begleiten. Mir hat dieser Manga sehr, sehr gut gefallen. Ich habe noch nicht über diesen Manga auf dem Kanal gesprochen, weil der Lesemonat erst nächsten Monat kommt. Ich wollte euch aber nicht länger warten lassen. Von mir also ein großer Tipp, eine ganz, ganz tolle Dilogie für alle, die so ein bisschen Mystery, Drama und schönen Zeichenstil und auch Shoujo-Mangas mögen, für die eine ganz große Empfehlung, Someday I'll Fall Asleep. Wenn ihr jetzt neugierig auf den Manga geworden seid, dann freut mich das wirklich, wirklich sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm da unten gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mit diesen Mangas von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.